Hi, ich bin David. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir schauen heute die Nintendo E3 2021. Viel Spaß! Meine Hoffnung besteht darin, dass wir erstmal mehr über BOTW 2 erfahren. Eine GameCube Virtual Console auf der Switch wäre ultimativ krass, damit ich Twilight Princess zocken kann. Ansonsten Ocarina of Time mit Majora's Mask zusammen als Bonusbox oder sowas, als Bundle. Wäre heftig. Wurde ja schon von geredet, ich weiß nicht, ob ich das glauben soll oder nicht. Twilight Princess und Wind Waker, das wäre so mein Favorit. Also, wenn irgendwas von Twilight Princess geleakt wird, dann springe ich an die Decke. Dann freue ich mich so doll wie kein anderer Schwanz, weil Twilight Princess ist schon ein Spiel, was ich sehr gerne auf der Switch hätte. Smash bin ich nicht so drin. Keine Ahnung, könnte von mir aus neue Charaktere kommen. Ich wüsste nur nicht was oder welcher. Ansonsten, also ich muss zugeben, ich habe gar nicht so wirklich große Wünsche, außer mehr zu Zelda. Ansonsten, wenn ich überlege, natürlich wäre ein neues Mario-Spiel auch unfassbar nice, aber da glaube ich nicht dran, weil jetzt erst Bowser's Fury rausgekommen ist. Obwohl man natürlich auch denken könnte, Bowser's Fury war nur ein kleiner Test, weil das ist ein relativ kleines Spiel, für ein größeres Spiel. Im Sinne von Mario Odyssey 2 oder sowas. Das wäre natürlich auch unfassbar krank, einfach nur unfassbar krank. Was noch? Mario Kart 9 wäre ultra krass. Super Mario Party 2 wäre auch noch ein Ding, worauf ich mich freuen würde. Von mir aus auch sehr gerne, sehr, sehr gerne eine 2D-Collection, wo nicht die ersten zwei Zelda-Spiele, die möchte ich nicht nochmal spielen, aber wo zum Beispiel Oracle of Ages, Oracle of Seasons vielleicht nochmal in einem Bundle sind oder sowas, wäre auch nice, würde ich mich auch drüber freuen. Nicht so sehr wie über die 3D-Collection, aber ich würde mich schon drüber freuen. Pokémon glaube ich nicht dran, weil die jetzt erst noch so viel vorhaben. Die haben dieses Jahr erst Snap rausgebracht, was sich unglaublich gut verkauft hat. Die haben dieses Jahr jetzt auch noch Diamant Perl, die Switch-Version. Und nächstes Jahr kommt direkt Legend Arceus, oder wie das heißt. Oh mein Gott. Let's go. Oh mein Gott, Digga. Holy shit. Oh, ich freue mich wie ein kleines Kind, ey, ohne Witz. Geil! Okay, to begin, please take a look at this video. Smash? Oh mein Gott! Die fangen damit direkt an! Oh mein Gott! Die starten das mit dem Zelda-Trailer? Oder was ist das? Hä? Smash! Das ist ein Smash-Charakter. Ich dachte jetzt, no joke, die starten einfach mit dem Zelda-Trailer. Ey, ich hätte direkt danach abgeschaltet. Oh mein Gott, mein Herz. Oh, fuck. Ey, das haben die so extra gemacht, dass sie Ganondorf genommen haben. Am Anfang. Wer ist denn das? Kennt man den? Street Fighters? Einer von Street... Eats Fighters? Okay. Freuen sich bestimmt einige Leute ganz doll drüber. Von Tekken? Nice! Aber das haben die mit Ganondorf am Anfang so extra gemacht, dass er Ganondorf schleppt, damit die Leute denken, Zelda-Trailer. Und ich bin so drauf reingefallen. Halt's Maul. Come on. Your choices matter in these emotional, supernatural tales. Sieht hübsch aus. Oha, nice. Was ist das für eine coole Grafik? Ey, ich hab's gedacht, mir kam der Name nicht. Mann, ich kenne das, ich hab das letztens gespielt. Wie heißt das denn? Ich hab's sogar gedacht, no joke. Halt's Maul. Before the Storm. Life is Strange, nice. Life is Strange, geil. Hammer. Ich hab's gerade gedacht, ich weiß nicht warum. Hammer! Ich freue mich! Geil! Was ist das für eine Direct? Halt's Maul! Alter! Geil! Habt ihr schon mal... Life is Strange, das sind so geile Spiele. Das ist das Neue, oder? Das Allerneue.
Return to the funny, charming and quirky world of Two Point County. In the wholesome management. Das ist auch nichts für mich. Das ist locker sowas für Leute, die auch Sims spielen. So komische Leute. A beloved series rolls into its 20th anniversary this year. Ich hab Gänsehaut. Star Fox. Nein. Was? Wie hieß der nochmal? Was? Der kommt wieder? Dieser Ball? Monkey Ball, genau. Super Monkey Ball. Cool. Finde ich cool. Habe ich nie gespielt, aber ich finde es nice, dass es kommt. Vielleicht kommt man dann mal dazu, das zu spielen. War ziemlich beliebt, das Spiel früher, glaube ich. Das ist cool. Das gefällt mir. Auch wenn ich davon nichts habe, weil ich das noch nie gespielt habe. Aber nice Idee. Monkey Ball, Banana Mania. It's a blast from party's past, and you're invited. Ready for another round of Mario Party Mayhem? Of course you are. It's a superstar collection of Mario Party boards and minigames. Live it up on five classic boards from the Nintendo 64 era, including okay. Birthday Cake and Spaceland. Ist okay. Doch, doch, ich freue mich. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ich hätte mich aber mehr über ein Super Mario Party 2 mehr gefreut. Ist halt wie so ein Best-of Mario Party jetzt im Prinzip. Ist auch nice, ist auch nice. Online-Play ist supported. Dafür wurde es auch getestet bei Super Mario Party. Aber ist nice, ist nice. We'd like to introduce another new entry in the Metroid franchise. Metroid. Habe ich nie gespielt. Bin ich aber sehr gespannt. Sieht schon mal hübsch aus. Ah, schwierig. Schwierig. Ah, 2D ist okay. Da werden sich auch unfassbar viele Leute drüber freuen jetzt. Aber ich weiß nicht, ich sehe da eher so ein 3D-Game. Sieht aber trotzdem nett aus. Come on, irgendwas Krasses. Ah. Da freut sich Vivi. Da freut sich Vivi so doll einfach. Just Dance 2020. 2022. Ja, nice. Für mich gar nichts, aber auch da kenne ich wieder einige Leute, die sich da extrem drüber freuen jetzt. Come on. Golf, ja, okay, war klar. Das war klar, dass da noch was zu kommt. The Mario Golf Super Rush Game launches soon. Here's a quick glimpse into each of the modes. Ja, aber die Maps sind aber auch hübsch. Ich glaube, das wird nicht so ein beschissenes Spiel, wie die meisten erwarten. Das ist cool. Das ist sehr cool. Das ist nett gemacht. Oh, wie nice. Einfach in New Donk City. Kann ich mir sogar vorstellen, mir das zu holen? Ich weiß es aber noch nicht. Here's a new game from the head of a Wario? Company. Wario? Did you miss me? Hey, what do you mean? Who am I? Mario! Wario! Ja. Finally ready. A brand new game from my company. Check it out. You get to control me. Ey, sieht nicht mal schlecht aus. Das sieht nach Spaß mit der Familie einfach aus. Ein kleines Minispiel-Game. Kommt mir gar nicht so kacke vor. WarioWare, get it together. Hä, sieht nice aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Alright. This next segment will be our last announcement of the day. Was? Please take a look. Oh, bitte, Zelda, bitte! Ein Expansion Pack. Ein Expansion Pack, Digga. Ey, ich heule ein bisschen gerade, ne? Ehrlich jetzt, ich heule. Ein Expansion Pack. Kein Hauptreihenspiel wird angekündigt. Das kann nicht sein. Nintendo schafft es jedes Mal, Alter. Wehe. Da kommt jetzt danach nicht noch was. Wehe. Okay. Ich habe nichts gesagt. Freue ich mich drauf? Freue ich mich ganz doll drauf. Auch wenn ich es letztes Jahr erst gespielt habe. Oder dieses Jahr. Aber da muss mehr kommen. Nein. Here's a little something you might like. This is a Game & Watch system that lets you play three...
It will come with the first game in the series, The Legend of Zelda. Zelda 2. Nein, Zelda 2, Digga. Link's Awakening kam noch letztes, oh mein Gott, das kam doch erst letztes Jahr für die Switch raus. Oh Mann, ey. Was? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, was die für eine Scheiße rausbringen. Nix zu BOTW. Alright, here's the last thing we have to show you. This is the sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild. 2 years have passed since we first announced. Komm. Gänsehaut, es geht doch. Ey, wieso machen die mir so Angst? Come on. Okay, Zelda stürzt irgendwo runter. Was? Bitte lass es da mehr Dungeons geben. Was? Ey, das sieht so geil aus. Das war's. Komm, bitte ein Datum. 2022. Das ist schon mal gut. Sehr hübsch, sehr, sehr hübsch. Thank you for watching. Es war okay. Es war wirklich, ich habe echt ein paar Mal gedacht, wollen die mich jetzt komplett verarschen, aber letztendlich, ich habe einen weiteren Trailer für BOTW 2 bekommen. Life is Strange, sehr nice. Man macht sich immer ein bisschen zu große Erwartungen, zu hohe Hoffnung oder so. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, ich denke mal, ich werde daraus ein Video machen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht natürlich trotzdem einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.